Ich bin in Bayern geboren und aufgewachsen. Ich liebe Bayern. Aber dass sich immer mehr Menschen bei uns keine Wohnung leisten können, das geht für mich gar nicht. Das will ich ändern. Manchmal höre ich, Wahlen ändern eh nichts. Stimmt nicht. Wahlen können ein ganzes Land bewegen. Ja, aber bevor die ein ganzes Land bewegen, muss man erstmal gewählt werden. Herzlich willkommen, Natascha Kohn, Spitzenkandidatin der SPD in Bayern. Hier bei Netzrauschen unterwegs, heute aus München. Hi. Wohnen Sie eigentlich privat zur Miete oder im Eigentum? Ich wohne im Eigentum. Hat auch einen Grund, weil ich war ja selbstständig, bevor ich in den Landtag kam. Und da war klar, ich muss irgendwas machen für Alterssicherung. Und dann habe ich gesagt, bevor ich Miete zahle, versuche ich es mal auf dem Weg. Das war aber noch zu Zeiten, wo man es zahlen konnte in München. Und jetzt jubeln Sie klammheimlich immer und sagen, wow, richtig geiles Investment. Oh nee, sondern ich stöhne darüber, weil auch Freunde von mir überhaupt nicht mehr Wohnungen finden. Und meine Tochter zum Beispiel, die auch in diesem Werbefilm da zu sehen ist, die kann nicht ausziehen. Die wird auch in naher Zukunft nicht ausziehen können, weil sie es gar nicht zahlen kann. Die Situation in München ist wirklich eine besondere. Also was man sieht zum Beispiel, hier suchen Menschen mit Fotos mittlerweile Wohnungen. Und wir sind hier in München auch direkt auf die Straße gegangen und wollten mal wissen, wie genau ist eigentlich die Wohnraumsituation? Wie empfinden das mögliche Wähler von Ihnen? Wenn Sie es schon in München hier nicht schaffen, die von der SPD regiert ist momentan, dass Sie das dann wirklich in ganz Bayern flächendeckend schaffen wollen, bezweifle ich. Das ist echt eine Katastrophe, ja. Denn mit dem Stempel der Arbeitslosigkeit, also um das Einkommen zu dokumentieren, ist es niemand hier in Bayern bereit gewesen, mir eine Wohnung anzubieten. Und hier in dem Zusammenhang sollten Sie vor allem mal diese 11% Modernisierungsumlage komplett abschaffen. Nicht nur auf 8% reduzieren, wie es jetzt geplant ist, das bringt nichts, sondern komplett abschaffen. Ich bin selber davon betroffen und wer selber davon betroffen ist, der weiß, was für ein wirklich ungutes Gefühl ist, wenn man von den Käufern rausgeekelt wird. Ich habe ja noch Glück gehabt, weil ich noch einen alten Mietvertrag habe. Ich zahle 450 Euro Miete und die, wo neu vermietet wird, dieselbe Größe wie ich habe, die zahlen 1100. Müsst ihr euch sowas vorstellen. Auf der einen Seite regieren Sie im Bund mit, Sie regieren in München mit. Wie glaubwürdig ist es also, wenn Sie sich hinstellen und jetzt im Landtagswahlkampf sagen, das ist ja eine richtig schlimme Situation, wir müssen was verbessern? Ja, ich stelle mich ja nicht hin und sage, boah, ist das schlimm, ich kann nichts tun, sondern ich sage ja sehr klar, was wir tun müssen. Und München übrigens, das geht ja, sag ich mal, schon lange so. Und warum? Weil München einfach hier, wir sind ja auch hier auf dem Werksgelände am Ostbahnhof, hast du schnelles Internet, haben Sie vorhin auch gesagt, Mensch, hier habe ich wenigstens Internet. Ja. Ja, stimmt, aber in den ländlichen Regionen eben nicht. Und was machen dann die Unternehmen? Die verbreiten sich nicht über Bayern hinweg, sondern gehen in die Metropolen und die gehen in die nicht, Knie. Sie müssen mir nicht den Zug in die Stadt erklären, das weiß ich schon selbst. Aber, kannst du dagegen tun? Ja, du kannst eine Landesplanung machen. Das heißt, dass du das schnelle Internet auch in den ländlichen Regionen hast. Dann gehen die Unternehmen auch raus und die Startups. Sie stellen sich hier hin, auf Instagram zum Beispiel, und haben einen schönen Bauarbeiterhelm auf und sagen, hier, da habe ich mitgearbeitet. Haben Sie wirklich mitgearbeitet oder war das nur ein Fototermin? Nee, da habe ich tatsächlich, ich arbeite ja, ich war in der Bäckerei, in einem Dönerladen und auf der Baustelle. Und auf der Baustelle, es waren nur Männer, ja. Ja, die dann solche Sprüche gebracht haben, Mensch, Mädchen, weißt schon, das ist kein Mixer, sondern das ist ein Bohrer und so weiter. Also, wie viele Wohnungen haben Sie selbst gebaut? Ich habe noch gar keine Wohnung selbst gebaut, weil ich erstens nicht hier an der Landesregierung bin und ich habe nicht das Handwerk gelernt. Aber ich habe es mir zumindest mit den Leuten auch reden können und mir mal erklären lassen. Ich will einfach nochmal zurück zu dem Programm. Sie sagen, große Wohnraumoffensive in Bayern, bezahlbares Wohnen im Freistaat. Alles schöne Ziele. Aber es ist doch klar, dass im Moment die SPD-Umfragewerte bei 12%, alles so ein bisschen, das ist jämmerlich. Sie brauchen Partner, Sie kriegen das doch nicht selbst hin. Umfragewerte mit einem Thema zu verquicken, passt nicht so ganz. Ich nehme nicht ein Thema, um meine Umfragewerte zu beeinflussen, sondern ich nehme dieses Thema, weil ich es nehmen muss, wenn ich hier politisch verantwortlich bin. Und Bayerische Wohnraumoffensive lässt sich sehr einfach erklären, was das ist. Der Freistaat, das ist grotesk, der weiß nicht mal, welche Flächen er hat, weil es noch nie für nötig befunden hat, die zusammenzustellen. Also wenn ich die Flächen habe, baue ich als Freistaat selber drauf. Und nicht irgendwelche Wohnungen, sondern 5.000 pro Jahr, habe ich mit der Wohnungswirtschaft auch viel, viel gesprochen darüber. Die Flächen, die du nicht selber bebaust, die gibst du verdammt nochmal den Kommunen, den Städten und den Dörfern. Dann bauen die auch da drauf. Dann musst du die Landkreise Befugnisse verschaffen. Also sprich, Mosaikstein für Mosaikstein zusammenbauen. Kommune, Land, Bund, Landkreise zusammen. Ich sage das deshalb, weil ganz klar ist, dass mit so einem Maßnahmenpaket, so gut gedacht das sein mag, Sie aber immer nachher, nach einer Wahl, immer in Austausch gehen müssen. Genau wie es jetzt bei dem Wohnraumgipfel in Berlin auch passiert ist. Ich kann Ihnen jetzt von den Koalitionsverhandlungen, weil der eine Herr hier ja gerade gesagt hat, das mit den 11% Modernisierungsumlage geht nicht. Ja, stimmt. Ja, jetzt wollen Sie auf 8% runter und eigentlich wollen Sie die ganz weg.
Ja, wollte ich die auch in den Koalitionsverhandlungen auf 5 runter haben, ja, weil das würde dem Zinsniveau im Moment entsprechen. Und da hat sich natürlich die Union total dagegen gesträubt. Die wollten gar nichts für Mieter. Warum? Da bin ich erst danach drauf gekommen. Klar, die hatten einen Anwalt der Immobilienwirtschaft in der Verhandlungsgruppe bei der Koalition. Da sind verschiedene Entwürfe sozusagen, ja. Aber ich habe zumindest das rausgeholt, was ich in diesem Kompromiss mit der Union überhaupt kriegen konnte, mit aller Gewalt. Ja. Die Alternative wäre, die SPD regiert gar nicht und dann passiert überhaupt nichts bei dem Thema Mieten. Aber wir gehen jetzt auch relativ brutal rein und sagen Mietenstopp. Ich will mit Ihnen nochmal zusammen auf die Bundespolitik gucken und will mit Ihnen nochmal schauen, wie die Bundespolitik den Wahlkampf hier in Bayern für Sie auch ein Stück weit geprägt hat. Auch dazu haben wir gefragt hier in München. Gerade die Geschichte zum Beispiel mit dem Maßen, das ist ja den Leuten nicht mehr vermittelbar. Also ich verstehe nicht, warum nicht die jungen Leute angesprochen werden von der SPD, weil es gibt wirklich ein riesengroßes Umfeld, wo hier die SPD tätig werden könnte. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in dem bayerischen Landeswahlkampf mächtig Gegenwind aus der Bundes-SPD bekommen haben? Ja, sagen wir mal, was ich bräuchte, ist mächtig Rückenwind. Und den habe ich jetzt nicht gekriegt. Ja, eben. Aber beim Fall Maaßen zum Beispiel, da habe ich ja jetzt als bayerische Vorsitzende, und ich habe eine Nacht drüber geschlafen, aber am nächsten Morgen, also die Entscheidung kam Dienstagabend, am Mittwoch früh habe ich der Andrea Nahles geschrieben, habe gesagt, ist nicht. Das geht nicht. Macht Andrea Nahles eigentlich immer das, was Sie sagen? Oder ist Andrea Nahles die, also wer hat da... Nein, das war für mich, ich habe eine klare Haltung. Du kannst nicht Dinge entscheiden, die der Mensch auf der Straße 0,0 nachvollziehen kann. Das war beim Fall Maaßen so. Und das haben sie zum ersten Mal, Gott sei Dank, dann auch korrigiert. Und das war notwendig. Es geht um Glaubwürdigkeit. Ja, der Spalt zwischen Mensch und Politik ist gigantisch. Und das wird bei noch im zweiten Fall auch noch so kommen. Die Dieselnachrüstung, wenn ein Automobilhersteller bescheißt, dann muss der selber nachrüsten. Und sonst es geht um Glaubwürdigkeit. Ich will Ihnen noch ganz kurz zeigen, worum es, was davon bei der Glaubwürdigkeit, was da bei den möglichen Wählern ankommt. Ich denke, die SPD ist sehr oft der Boomerang in der Politik, weil sie momentan kein geschlossenes Bild vermitteln. Es gibt kein Konzept. Ich sehe bei der SPD kein Konzept. Und man weiß nicht ganz genau, woran man ist eigentlich, wenn man die SPD wählt. Denn eine Sache müssen Sie mir, Frau Kuhn, noch mal erklären. Wie schafft es die SPD, dass am Ende viele Vorschläge, wie in der Programmatik hier gemacht werden, aber am Ende, wenn es schief läuft, ist immer die SPD schuld? Wie kriegen Sie es hin? Es ist nicht die Frage, wie kriegen Sie es hin, sondern was offensichtlich ist. Und das ist total interessant. An die SPD wird immer schon eine hohe Moral angelegt. Ja? Also die SPD, die muss schon besonders anständig sein. Das sind wir normalerweise. Sind Sie deshalb nicht in diese Partei eingetreten? Exakt, genau. Und deswegen bin ich ja auch bei dem Maaßen-Fall so auf die Barrikaden gegangen, weil ich gesagt habe, das geht überhaupt nicht. Du musst eine Politik aus einer Haltung heraus machen. Aber da müssen wir jetzt aufstehen und mit einer klaren Haltung nach vorne gehen. Da muss man wieder Vertrauen aufbauen, klar. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie so lange hier bei uns bei Netzrauschen unterwegs aus München sitzen geblieben sind. Das war Natascha Kuhn im Interview. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich klappe den Rechner zu. Ciao.